Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tormentum Dark Sorrow. Ich bin's wieder, euer Neuländer. Cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir gehen weiter. Wir haben es tatsächlich geschafft, das Biest zu töten, um Gift herzustellen. Die Spinne ist auch tot. Und wir haben es rausgeschafft. Zumindest teilweise haben wir jetzt die Möglichkeit, hier am Seil entlang zu klettern. Hoch, runter, links oder rechts. Ich weiß noch nicht genau, was ich... Ja, nee, wir haben ja eigentlich alles schon hinter uns, ne? Dann gehen wir mal hier runter. Was haben wir hier? Am Gemälde finden sich die Symbole eines Hammers und einer Hellebarde. Diese Informationen könnte mir später nützlich sein. Verdammt, Alter. Ich hoffe nur, dass ich dem Gespann vor dem Schloss nicht begegne. Das ist schon ein cooler Hundewagen. Hier mit dem Cerberus. Nice. Hier haben wir das Treppenhaus. Eine Steintafel. Sie nützt mir nichts. Da gehen wir gleich noch nicht. An den Ecken des Gemäldes befinden sich die Symbole eines Bogens und eines Schwertes. Ich sollte mir das notieren. Ist das nicht wie heißt er? Der Dreieckskopf aus Silent Hill? So ein bisschen, ne? So ein bisschen. Nein, ist er nicht. Okay, also wir können hier durch die Tür, wir können aber auch nach links gehen. Boah, ich muss sagen, ich finde die Optik hier so hammer mit den ganzen Personen hier in der Wand drüben gemeißelt. Eine weitere an der Wand befestigte Tafel. Ach, was? Oh, der Versuch, den Raum zu betreten, löst eine Falle aus. Ich muss einen Weg finden, um sie auszuschalten. Okay, was haben wir hier? Sieht aus wie ein Kinderwagen. Gruseliger. Was haben wir hier? Die Anleitung für das Gerät nebenan. Ah, das ist das Demo. Und hier rein, zack. Okay. Hallo. Ich muss das fehlende Element finden. Was haben wir hier? Nein? Ich dachte, wir können jetzt hier bei den Dingen was machen. Okay. Ich kann sie nicht öffnen. Der eingemeißelte Schädel schaut auf die Tür nebenan. Und das? Eine kaputte Tafel. Okay. Also sie gucken sich an. Vermutlich geht die nur auf, wenn wir die hier auch öffnen können. Wollen wir mal gucken. Wir haben ja so ein Rubin. Und in der Anleitung stand, dass da ja was reingeworfen wird. Es muss eine bessere Lösung geben. Okay, sehe ich auch so. Dann gehen wir wieder zurück. Und durchs Treppenhaus. Ah, hier sind wir. Und jetzt kommen wir natürlich auch hier durch, ne? Super. Sau cool. Hallo. Bist du gekommen, um mir mein Kind zu nehmen? Nein. Jetzt sehe ich, dass du nicht einer von ihnen bist. Also kann ich ehrlich zu dir sein. Nur dieses Tor hinter mir trennt dich von den Albträumen an diesem Ort. Es öffnet sich aber nur dann, wenn du ihm 3 Smaragdtränen übergibst. Am häufigsten materialisieren sie sich an Orten, an denen viel Leid herrscht. Suche sie dort. Schau dir noch mein Kind an. Ist es nicht wundervoll? Gewiss, ich weiß, dass es nicht vollkommen ist. Weißt du, dass die Treppe des Lebens 4 Stufen hat? Kindheit, Jugend, Reife und Alter. Mein Kind ist auf der ersten stehen geblieben. Damit es die nächsten Stufen erreicht, braucht es die 3 Münzen des Lebens und des Todes. Eine Münze, eine Stufe. Ich habe sie überall gesucht, doch mit miserablem Erfolg. Hilf meinem Kind und ich helfe dir, hier zu entkommen. Wir haben ja 2 Münzen, ne? Was zur Hölle ist das? Ist das die Nabelschnur? Oh. Krasser Shit, ey. Okay, oh. Ich habe das Laken entfernt, damit die darunter schlafende Biest geweckt. Hallo. Ich hätte das dreiköpfige... Ah, verdammt. Ich habe die dreiköpfige Bestie geweckt. Nun ist der ganze Tor mit einem hohen Risiko verbunden, welches ich nicht auf mich nehmen kann. Wieder zurück. Geht das? Aber wir haben auf jeden Fall einen Laden jetzt, ne? Aber wir geben der Frau mal die Bitte. Danke für diese große Gabe. Das ist das, was mein Kind braucht. Und es bittet dich um mehr. Komm. Achso, wir haben 2. Okay. Eine Laterne? Nein. Okay, dann gehen wir mal wieder hoch. Und schauen wir, was wir hier haben. Thank you.
Hier fehlt ein Laken. Guck mal. Loin. Und jetzt geht ihr auf. Geil. Da hat jemand Kopfschmerzen. Komm, wir setzen uns dazu, holen uns einen Keks. Hinter dem Vorhang sehe ich ein großes Gemälde. Es scheint, als ob jemand es verstecken wollte. Wir plündern erstmal seine Tasche. Oh shit. Ich kann dieses Element nicht bewegen. Oh nee, ich mag so Sachen gar nicht. Okay, wir müssen schauen, dass wir vermutlich, ja, wir müssen das Schlüsselloch hier freikriegen, ne? So, jawohl, Geduld zahlt sich aus. Jetzt brauche ich nur noch den Schlüssel. Ah, wir haben ja einen grünen Schlüssel. Aber der passt sogar. Der Koffer ist offen. Ich gucke nach, was drin ist. Eine weitere Träne. Ich habe einen blauen Kristall gefunden. Wie stark muss jemandes Leid sein, damit sich solch eine Form annimmt? Es gibt auf der Welt eine Art des Leides, die man nicht mit Tränen ausdrücken kann. Man kann sie nicht einmal jemanden beschreiben. Ich kann keine Form annehmen und deswegen verwandelt sie sich in einen Smaragd in Form einer Träne und setzt sich ab auf den Grund des Herzens, wie der Schnee während der stillsten Nacht. Verdammt, stillsten Nacht. Uiuiui, ich bin scheinbar echt zu müde, um wirklich gescheit vorzulesen. Tut mir leid, Leute. Und schon ist das die Atmosphäre kaputt. Schrecklich. Okay, dann geben wir den Typen hier mal eine Ibo und dann... Vergänglichkeit. Es gibt keine Hoffnung mehr für uns. Alles ist schon längst verloren. In der Leere ohne Ort und Zeit sind wir dazu verdammt, uns Fragen zu stellen, die ewig unbeantwortet bleiben. Die Rätsel enthüllen lediglich andere Rätsel, während die Reste unserer Zurechnungsfähigkeit im schwarzen Nichts verschwimmen. Oh, ein Nihilist? Erkennst du diesen grausamen Scherz nicht? Setz dich bitte und erblicke das Ungelöste. Versuche die Wahrheit unter den unendlichen Fragen zu finden. Wie gesagt, wir sollen setzen. Oi. Das passt nur hier rein. Das passt nur hier rein. Können wir die Dinger drehen? Nein, können wir nicht. Das passt nicht hier rein. Passt das vielleicht? Nein. Hoi, hoi, hoi. Okay, das passt ganz gut hier rein. Dann muss das ja in einer der Ecken hier. Dann muss das da dahin. Dann. Jupp, wir haben es. Ich habe die Elemente richtig zusammengesetzt, aber scheinbar ist das nicht das Ende. Ah, ernsthaft. Dann schmeißen wir mal den Unmöglichen hier irgendwo hin, wo... Komm, dahin. Machen wir so. Zack. Okay. Bam. Bam. So. Nö. Falsch. Nee, ich kann mir da nicht hinsetzen. Also wir müssen ja hier das Ding, okay. Nee, das geht nicht auf. Oder? Nee, das geht nicht. Nee, 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 nee. Das muss, deine muss schon in der Mitte sein, ne? Sein, wir machen den hier. Dann kommt der da hin. Dann kommt der da hin. Machen wir das mal so. Nein, passt auch nicht. Weil... Ach nö, also...
So. Nee, warte. Dann muss der hier hin irgendwie. Kommt der da hin? Nö. Auch nicht. Alles steht und fällt halt mit dem hier, weil der irgendwo platziert werden muss, wo er nichts verbaut. Oder den hier hin? Nö, auch nicht. Nee, er gibt auch keinen Sinn. Also, komm. Machen wir so, machen wir so. Ich glaube, wir sind. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wunderbar. Ich habe beide Rätsel gelöst. Bam, Alter. Endlich frei. Wie eine Schnecke, die aus ihrer Schale befreit. Jetzt kann ich mich im Nichts auflösen. Tatsächlich ein Nihilist. Nihilisten, oh, da ist unsere sexy Madame. Ein Nihilist ist übrigens jemand, der an das Nichts glaubt, also die Vergänglichkeit bzw. die Nichtigkeit aller Dinge, weil wir verglichen zum Kosmos ja nur so kleine Staubkörner sind. Weißt du? Alles, was wir machen, hat eigentlich so gesehen keinen Sinn daher. Hallo. Das habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. Auch mit den Fesseln hier, ein guter. Der Hammer muss hier hin. Die Hellebarde. Ah, aha. Nein. Jupp, Hammer. Nach links, nach links, nach links, nach rechts. Okay. Dam, dam. Und nach rechts zeigen. Wunderbar. So, Baby. Es scheint so, als ob ich die steinernen Scheiben richtig gedreht hätte. Ach, was? Madame? Schreite beiseite. Hallo? Hallo? Ich kann diese Dunkelheit nichts erkennen. Ah, wir haben ja eine Laterne. Also ich kann genug sehen, aber was haben wir denn hier? Etwas fehlt hier. Eine Laterne. Das Licht der Lampe hat die Geheimnisse in der Dunkelheit enthüllt. Ach. Och. Hallo. Sorry, aber die Sticks hast du bestimmt schon bezahlt. Der Fährmann, meine ich. Die Tür ist von innen verriegelt. Jemand hat sich viel Mühe gemacht, damit niemand hier reinkommt. Ich frage es, wer? Vor allem, wo ist... Hä, wo ist der Eingang zu der Tür, bitte? Hm. Was haben wir hier? Ah, eine weitere Träne. Hallo. Taedum Litae. Warte, das will ich mir kurz aufschreiben. Das würde ich gerne bei Zeiten mal nachschlagen, was das bedeutet. Ich habe ja zum Glück ein Blatt dabei. Taedum? Taedium. Das ist ein I, ne? Taedium Litae. Das ist Latein übrigens. Diese Hand ist kein Latein. Die könnte eventuell von Saruman stammen. Ich weiß es nicht. Was haben wir hier? Die Königin hat befohlen, diesen Folterraum vor neugierigen Augen zu sichern. Das, was hier stattfindet, würde ich aber nicht als Foltern bezeichnen. Es ist vielmehr Kunst, denn wie anders sollte man es nennen, wenn wunderschöne Dinge durch Leid und Schmerz entstehen. Die Königin hat mir gesagt, dass sie in mir eine spezifische Schönheit sieht. Wir müssten sie nur irgendwie aus mir herausbekommen. Ich bin stolz über diese Auszeichnung. Es ist beschlossen. Heute schließe ich mich in einen Kokon ein, um mich in einen wunderschönen Schmetterling zu verwandeln. Es schaut so aus, als ob alle an diesem Ort den Wahnsinn verfallen wären. Der Gute hat sich in einen Zerschmetterling verwandelt und ist gestorben. Mutig der hier. Oder der hier. Hallo? Es würde mich interessieren, wer dieser Pechvogel war. Oder der hier. Auf seinem Kopf befindet sich eine primitive Krone, genauso eine wie die Erscheinung im Nebenraum. Das könnte tatsächlich sein.
Schrank ist bereits leer. Gut, okay, dann gehen wir wieder zurück. Wir haben ja die Träne. Puh, arme Sau. So, was haben wir hier? Komm. Blauer Kristall. Da rein und jetzt macht der... Aha! Siehst du? Jetzt macht er alles kaputt. Die Energie des Kristalls ruft Erdbeben hervor. Ich frage mich, was passieren würde, wenn ich mehrere Kristalle hätte. Das wäre geil. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. Hier ist ja eh schon offen. Gehen wir nochmal weiter zurück. Und nach unten, genau. Nice. Diese Bestie wird gleich sterben. Mir droht keine Gefahr mehr. Und hier noch eine Münze, mein Gott. Dank dieser Münzen kann ich mein Kind die nächsten Stufen des Lebens betreten. Sei ausdauernd bei deiner Suche, Fremder. Ich hätte es gern noch gesehen. Das gehen. Naja, Hauptsache wir haben noch eine weitere Träne. Ich habe einen Smaragd in Form einer Träne gefunden. Und weiter geht's. Zap, zap. Aber wir wollen noch nicht raus. Wir wollen noch nicht. Das Tor hat sich geöffnet. Vor mir erstreckt sich eine grenzenlose Einöde. Wir wollen aber noch nicht raus, weil... Ich will noch mal kurz mit der Königin quatschen. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass da eventuell noch was sein könnte. Nein? Ja gut, dann gehen wir in die Einöde. Wir haben auch jetzt kein Inventar mehr, das heißt... Tja, na dann. So. Bevor wir aber da reingehen, machen wir wieder hier einen kleinen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Einschalten.